Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel. Ich sitze hier vor dem Trading-Tool der UniCredit One Markets und möchte mit Ihnen heute mal den Wert von Covestro durchgehen, weil da ist eine, wie ich finde, durchaus interessante charttechnische Situation. Ich kann Ihnen leider keinen ganzen 5-Jahres-Chart zeigen, weil sie erst am 7.10. an die Börse kam, ordentlich durchgestartet ist, komplett auf den IPO-Kurs wieder runtergegangen ist und dann ging's los. Am 18.03.2018 kam Covestro dann in den DAX und Sie sehen, was passiert ist. Ich sage das immer wieder, Wirecard ist auch ein Beispiel dafür, aufgenommen zu werden in den DAX ist zwar eine Ehre, aber auch gleichermaßen eine Bürde. Denn danach hat der Wert viel mehr Follower durch Banken, Analysten, Händler, Daytrader, wie, ich formuliere das immer überspitzt, Kim Kardashian auf Instagram. Da müssen Sie beweisen, was Sie können. Ich gehe mal mit Ihnen näher ran, dass wir uns mal anschauen können, was die Situation ist, die ich momentan für hochinteressant halte. Wir haben einen 1-2-3-fach-Top und wir hängen an diesem 3-fach-Top ran. Gleichzeitig passiert eins, dass die gleitenden Durchschnitte 10 überbietet schon die 200-Tage-Linie, 20 ist kurz davor und 10 liegt auch über 20. Das heißt, die Trendfolge ist weiterhin positiv. Die Trendfolge wird erst dann negativ, wenn wir hier unter dem Bereich von 32,66 sind. Das MACD als weiterer Trendfolgeindikator ist positiv. Die Histogramme treten von negativ in positiv und erhöhen sich jeden Tag. Wenn Sie sagen, ja, aber der Schlegel sagt doch immer, dass die Stochastik überkauft ist, das ist sie. Aber das ist kein Verkaufssignal. Das kann sich über Wochen ziehen. Das Verkaufssignal kommt erst dann, wenn der Wert unter die 80 geht. Ein Chartsignal, sei es durch ein 52-Wochen-Hoch, Wochentief oder das Überbieten eines Doppeltops oder Unterbieten eines Doppelbodens, ist meines Erachtens nach oder meiner Erfahrung nach immer wichtiger als ein technischer Indikator. Und vor dieser Situation stehen wir hier. Jetzt kommt hinzu, dass Covestro insgesamt recht positiv spricht vom dritten Quartal, dem Beginn des dritten Quartals und recht optimistisch in die Zukunft schaut. Ich bin der Meinung, dass der institutionelle Support im Sinne von Käufen von Fonds, im Sinne von Analysen von Banken in den nächsten Tagen durchaus positiv sein wird, mit Zielen, die im Bereich 45 bis 50 liegen könnten. Insgesamt hat sich die Nachfrage nach den Produkten erhöht, sodass Covestro sich nach diesem herben Verfall von fast 100 runter auf 23 deutlich stabilisiert hätte haben sollen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, jetzt daran zu gehen. Ich zeige Ihnen mal dieses, wie ich finde, sehr tolle Tool hier von der UniCredit. Ich gehe rein nur in die K.O.-Produkte. Sie können natürlich hier über die Optionsscheine, Discount-Optionsscheine, Inliner dementsprechend etwas aussuchen. Ich bin der Auffassung, wenn der Wert es schafft, mit einem Schlusskurs von über 38 zu schließen, dass er dann frei ist bis wenigstens in den Bereich 45. Deswegen suche ich mir einen Schein aus, der unter dem letzten Verlaufstief liegt. Das war bei 32,80 und ich gehe da durchaus runter bis 31,5. Jetzt kann ich mir das hier anschauen über diese Liste und bin jetzt hier beim Hebel von 5, bin ich beim Bereich von 30,40. Wenn ich einfach nur den Hebel hier nach rechts ziehe, gehe zum Beispiel jetzt mal auf 7, lege ich sogar schon etwas drüber. Also es ist zu viel, ich gehe ein bisschen zurück auf 6, schaue mir das an und finde diese Option hier, 31,60. Finde ich völlig in Ordnung, hat genügend Sicherheitsabstand, sodass man sich, wenn dieser Bereich hier von 32,80 unterboten werden sollte, immer noch gut ausstoppen lassen kann. Hierbei handelt es sich um einen unlimitierten K.O.-Schein von der UniCredit mit der Kennnummer HZ3GS7. HZ3GS7, Basis 31,60. Von den Puts her tue ich mich echt schwer. Ich hole mal den Chart ein bisschen wieder, ich zoome immer wieder ein bisschen raus. Ich bin erst bereit, hier ab dem Bereich von 48. Das kann nämlich sehr schnell gehen. Wenn sie hier durchgeht, kann das sehr, sehr schnell gehen, dass sie durchaus in den Bereich 43, 45 geht. Deswegen, ich möchte eigentlich einen Schein suchen mit einer Basis, wenn überhaupt, von 48. Der kommt erst dann zum Zuge, wenn wir dieses letzte Zwischentief hier bei 32,80 unterboten haben. Ich wechsle den Schalter von Long auf Short.
Ich habe gesagt, dass wir hier so liegen müssten, so um die 48 rum. Das heißt, ich muss den Hebel ein bisschen runternehmen. Ich nehme ihn auf 4. Und muss ihn sogar noch ein bisschen runternehmen auf diesen Schein. Das ist ein 48,43er. Der hat einen Hebel von lediglich 3,7 und hat die Kennnummer HX9CTE. HX9CTE. Aber mit diesem Schein kann man warten, wenn jetzt der Ausbruch erfolgen sollte, kann man recht gemütlich warten. Vielleicht im Bereich 45, dass er dann interessant wird. Also er ist erst dann ein Kauf, erstmal, wenn wir unter 32 sind oder wenn der Wert jetzt zu schnell zu viel steigen sollte. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye.